11.07.2022 haben wir Ficus Carica Sorte Albu. Und die werden wir jetzt hier erlernen. Wie machen wir das? Wir werden einmal passen nach dem Ringling. Rinde, Bast, Borke, Cambium, alles entfernt. Transporter. Suchen, den wir hier aufhängen können. Einen runden könnten wir probieren. Und ich möchte hier mal meinen eckigen probieren. Den schneiden wir nicht. Dann meine Ameise, die wollen wir nicht. Weg mit dir. Den müssen wir hier einen Schnitt machen, damit wir den auch aufhängen können. So, das machen wir mal hinter der Kamera. Behind the scenes. So, so schaut das dann aus. Aha. Und auf der anderen Seite auch noch. Der braucht dann nicht ganz so. Einmal. Einmal. Wir nehmen hier einen ganz normalen Joghurt, beziehungsweise das ist hier ein Becher von, kann man da hinten machen, Topfencreme, ja, ich meine Topfen, und den werden wir jetzt dann hier schön befestigen. Ja, also einmal unten, dass das Ganze da nicht ausrennen kann. So, hinter dem Stamm festdrücken, das entscheidet immer der Armpressdruck, nicht die Dauer vom Armpressen. So, dann mal das Teppichkattermesser zumachen, damit wir uns nicht wehtun. Dann werden wir dann auf der anderen Seite schön in der Mitte fixieren. Auf der Oberseite, damit er nicht wegfliegt. So, und dann auf der Unterseite. Jetzt haben wir ihn runtergerissen, also ja, aber wir haben ihn noch nicht festgemacht. Also so schlimm war das noch gar nicht. Dann biegen wir den oben so zu und kleben den fest. So. Anpressdruck ist entscheidend, damit das hält, nicht die Dauer anpressen. So, wichtig haben wir noch vergessen, wir sollten dem hier kleine Löcher reinschneiden, damit die Feuchtigkeit abbrennen kann. Wir werden es einmal ohne probieren und schauen, ob das auch funktioniert. Dann werden wir auf der anderen Seite dann noch zubicken. So, und festdrücken. Festdrücken ist das A und O, das Um und Auf bei dem Erleer. Dann werden wir hier auch noch einen geben, dass hier ja nichts sein kann, dass der runterplumpst. Da fliegt nichts runter. Das Loch ist auch zu. Und jetzt werden wir das spezielle Substrat, was besteht aus 50% Perlit und 50% Weißdorf, da einfach schön hineinfüllen. Das füllen wir da schon rein. Wir haben es vorher angefeuchtet. So schaut das dann von oben aus. Hineingefüllt. Und dann gut verdichtet, damit hier ein guter Schluss um die Wunde ist und das gut zuweilen kann. Das ist besonders wichtig, damit die Wurzeln schön dicht drinnen stehen. Und wir das gut festhalten und sehr vorsichtig, aber bestimmt unter den Ast drücken, damit die Wurzeln nicht abbrechen und schön dicht wachsen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil wir da keine Luftanschlüsse haben, die Wurzeln sollen schön dicht wachsen. So, noch ein paar Händen hat man das gleich geschafft. Nicht viel Arbeit. Es ist ein guter Tipp, das vorher schon anzufeuchten, damit das Ganze nicht staubt, das Perlit. Unser 100% mineralisches Substrat ohne Nährstoffe und pH-neutral ist ja da prädestiniert zum Stauben. Weißdorf hält gut Wasser, Perlit
ist ebenso, dass das ausgeglichen wird, wenn es zu viel Wasser ist. Hält das Wasser zurück und zu wenig Wasser wird die Feuchtigkeit gespeichert. Das Ganze schön andrücken, das ist genug Substrat. Nährstoffarm ist ganz wichtig. Und jetzt wird das Ganze mit Alufolie noch, hier geben wir noch eine Stabilisierung aus Bierklebeband drüber. Muss er nicht. Wichtig ist, dass man was offen lässt, damit man noch Wasser nachfüllen kann, falls zu trocken ist. Wird das Ganze dann mit Alufolie eingewickelt. Wenn wir es schon so schön machen, machen wir alles, damit die Feuchtigkeit nicht entwischt. Eingewickelt. Ja, dann haben wir unsere Alufolie. Ja. Damit das Ganze ja, auf keinen Fall austrocknet. Das wollen wir nicht. Das ist ganz wichtig. Oben lassen wir es offen. Nachfüllen. Und so schnell haben wir unseren Erlehr fertig. Das ist alles schön firm und fest. An Ort und Stelle am Platz drücken. Hinzu. Da kann man dann immer öffnen und Feuchtigkeit nachspritzen. Ein Spritzer, das wird dann geöffnet und hier die Feuchtigkeit mit unserem Spritzer hinzugefügt, damit das nicht trocknet. Und nach 2 Monaten der ganze hier unten abgeschnitten und wir sollten schön Wurzeln haben bei unserer Bergednerfeige Sorte Albu. So, mal festdrücken. Ja, da wird nichts sein. Bin mal schon gespannt, wie lange es dauert, bis wir hier auf unserer Albu die Wurzeln sehen. Am 11.07.2022 haben wir das appliziert. So, Ficus carica, der geht natürlich heute Albuquerque.